Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe einen der bekanntesten Vertreter der deutschen Popkultur bei mir, Andreas Popp. Entschuldigung, musste sein, aber von der Wissensmanufaktur beschäftigt sich viel mit Geldsystem, Plan B. Kommen wir vielleicht drauf zu sprechen, aber wir haben ja schon Sendungen gemacht. Es ist ein weites, weites Feld. Wo ich jetzt aber anfangen würde, ist, du warst auf der Montagsdemo, da ist viel passiert und da wird viel mit Schubladen gearbeitet. Erzähl mal ein bisschen, wie bist du an die Montagsdemo gekommen und was war das für dich für ein Erlebnis? Also ich wundere mich, wie hoch das immer wieder gehängt wird. Ich bin ja nur einmal da gewesen. Ja, einmal. Also ich bin einfach mal angesprochen worden, ob ich Lust dazu hätte, daran teilzunehmen. Ich war im ersten Moment etwas mit Vorsicht rangegangen, weil ich eigentlich nicht zu den Aktivisten gehöre, sondern wir haben ja ein Institut für Wirtschaftsforschung und Gesellschaftspolitik. Ja. Und da legen wir eben halt doch Wert darauf, dass wir auch viel im Hintergrund sind. Und wenn man zu sehr in der Öffentlichkeit ist, dann haben wir das Problem auch, dass man wenig Zeit hat für die eigentlichen Arbeiten, die wichtig im Hintergrund sind, weil ja der Plan B für uns ganz relevant ist. Dann habe ich mir angesehen, nachdem ich gefragt wurde, ob ich da einmal auftreten würde, das war am Ostermontag, und dann habe ich mir die Initiatoren, das heißt den Initiator angesehen, so ein bisschen mal recherchiert, grobe Richtung, festgestellt, wunderbarer Mensch, macht einen super Eindruck, klingt unglaublich ehrlich und aufrichtig, was ich gesehen habe von ihm. Und dann bin ich da einfach hingegangen und habe ein bisschen was erzählt. Da hast du im Vorfeld dann schon, ich glaube, du hast es auch da angesprochen, doch so ein bisschen Druck gekriegt. Ich habe ja regelmäßig immer wieder mal Menschen, die meinen, ich wäre gefährlich für das System. Und es kommt dann eben halt, ja auch. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, aber offensichtlich ist es interessanterweise so. Und ich habe dann ein paar eigenartige Telefonate bekommen und einige Schriftstücke, wo man dann Drohungen aussprach, wir schießen dich da oben von dem Ding runter und so weiter. Also man steht da ja doch in diesem Platz dann da und das ist doch auf so einer Erhöhung. Und man guckt dann so in diese Häuser rein. Und fühlt sich wie bei JFK irgendwo da oben, ist jetzt ein Sniper, der gerade sein Stativ aufbaut. Also wenn einer sowas machen wollte, wird er wahrscheinlich vorher nicht drohen. Insofern war mir das schon klar. Aber es hat mich an dem Tag schon verunsichert, weil es war doch sehr viel. Ich kenne das, ich habe das ja auch oft erlebt, dass du einen Vortrag machst und dann wird gesagt, da könnte was passieren und pass auf dich auf, stell dich schon mal auf Schmerzen ein und so Sachen. Kenne ich, aber du hast die Angst überwunden, das ist ja erstmal wichtig. Aber es kommt natürlich schon so ein bisschen hoch, aber du hast es wunderbar gemacht und man hat, du bist so authentisch, wie du sein kannst und hast es auch angesprochen. Das zeugt ja eigentlich von Ehrlichkeit. Nun wird ja in der öffentlichen Darstellung und in den Massenmedien das Ganze ganz anders dargestellt. Und wo wir bei Karlovan sind, als populistisch bist du dann noch als mindestens unterwegs. In welche Schubladen kommt man da und warum ist das so? Also der Name Pop ist natürlich sehr medienwirksam, interessanterweise, weil den merkt sich auch jeder, den kann man auch nicht verwechseln. Wenn ich jetzt Kopschetski heißen würde, dann würden die das regelmäßig verwechseln. Das tue ich halt nicht. Also der Name Pop hat sich irgendwie eingebrannt bei vielen Leuten. Ich habe gar nicht das vorgehabt, also überhaupt auch nicht in die Öffentlichkeit so groß rein zu geraten. Man hat mich da mehr oder weniger reingeraten. Ich wollte das gar nicht, denn ich habe einfach mein Unternehmertum damals aufgegeben und kümmere mich um diese Dinge, die sind mir wichtig. Natürlich bin ich ehrlich, sonst würde ich es nicht machen. Das kann aber nur ich für mich auch beurteilen. Ich bin ehrlich und aufrichtig, das bin ich. Ich fand die Rede da in Berlin eigentlich nicht besonders gut, aber authentisch war sie alle Male, weil ich bin sonst strukturierter in meinen Aussagen. Aber es war halt so, wie es war. Und ich habe irgendwie da meinen Namen mir dann irgendwann erwirtschaftet. Wie gesagt, das war eigentlich nicht mein Ziel. Denn ich bin auch nur gar nicht so wahnsinnig oft in der Öffentlichkeit. Die meisten Vorträge, die ich mache, ich halte ja sehr viele, die halte ich eh in Kanada, also auf nordamerikanischen Raum. Und wenn ich hier Vorträge halte, sind es meistens geschlossene Vorträge vor ganz konkreten Leuten. Ich bin neulich auch eingeladen worden, zum Beispiel von einer Elite von Großbankern aus Österreich. Das ist schon dann ganz spannend, wo ich dann eben halt gesprochen habe in einem ganz anderen Ambiente. Ist das ein Zeichen dafür, dass auch in der Branche sozusagen auch ein Umdenken stattfindet? Oder wie interpretierst du das? Weil du hast ja eigentlich einen ganz anderen Ansatz über das Geldsystem, kritisierst natürlich das System, was wir haben, zu Recht, weil wir sehen, dass es uns große Probleme macht.
Sehen die das auch und sagen, wir müssen mal gucken, ob es da nicht vielleicht auch andere Wege gibt? Ganz klar, ja. Ich glaube, es sind wirklich nur noch ganz verkrustete Denkstrukturen, die das nicht erkennen und auch nicht erkennen wollen. Im Großen und Ganzen sind es alles Menschen, das dürfen wir nicht vergessen. Die haben oft Familie, die haben Kinder, haben Zukunftsängste und so weiter. Mhm. Das haben wir vom Vorstandsvorsitzenden bis zum Hausmeister eines Bankapparates genauso. Deshalb trete ich ja auch so oft im Bankoutfit auf, damit nicht dieses Täter-Opfer-Denken auftritt, denn das bringt uns nicht weiter. Ich kenne unglaublich viele Leute, die psychisch kaputt sind. Ich habe neulich mit einer Psychologin gesprochen in Kanada, die in Deutschland eine psychologische Praxis hat und deren Hauptklientel sind ehemalige Bankmanager und Finanzexperten, die eigentlich alle fertig sind. Wirklich fertig sind, weil wenn man Menschen berät nach bestem Wissen und Gewissen, ich unterstelle das einfach mal, sie sind halt abgerichtet worden. Denn wir haben ja Indoktrinierungsanstalten. Das auch geglaubt, ne? Wir haben ja alle irgendwann mal geglaubt, wenn ich mein Geld auf eine Sparkasse bringe, dann wird das irgendwann mehr und irgendwann habe ich eine schöne dicke Weltspartag als kleiner Junge. Ich bin zur Bank gegangen, es gab dann einen Stundenplan, es gab ein Radiergummi und man ging dann dorthin und das waren die Guten und damit war die Sache erledigt. Ja. Es findet ja schon in der frühesten Kindheit statt. Das ist eben halt die Problematik unserer Bildung auch an sich. Aber das wird jetzt im Moment hinterfragt. Das ist ja keineswegs schon immer so gewesen. Gut, ein paar haben das schon kritisch gesehen. Ist für dich im Moment so ein Augenblick des Aufwachens von immer mehr Menschen? Ist das für dich erkennbar oder ist das... Ist das eine Fehleinschätzung? Nein, es findet tatsächlich ein Aufwachprozess statt. Allerdings sind die Gründe und die Diagnosen, die jeder Einzelne für sich stellt, äußerst unterschiedlich. Und von einer neuen Zeitqualität können wir noch nicht sprechen. Sondern es ist eine Exponentialfunktion, aber die Schritte sind halt sehr klein. Hier spielt auch die Hoffnung eben halt eine große Rolle. Ich war früher mal so, dass ich in einer gewissen Arroganz immer sagte, die Hoffnung ist die sentimentale Schwester der Dummheit. Das mache ich heute nicht mehr, weil ich heute tatsächlich, ich habe dazu gelernt, dass eben halt die Hoffnung auch ein ganz wichtiger Aspekt im Leben sein kann. Und wenn man das mit Hoffnung nicht mehr sieht, dann wird das auch eng, dann geht nichts mehr. Dann müsste man aufhören und dann... Wenn wir uns jetzt die Weltlage ansehen mit Ukraine und Russland hat, glaube ich, mobilisiert, also die Reservisten mobilisiert und Panzer sind unterwegs von hier in den Osten. Das heißt, da bahnt sich eventuell was an, aber mein Gefühl ist, auch diese Pläne, das sind ja Pläne dahinter, dass man da irgendwo wieder einen Krieg anzettelt, die werden nicht mehr so funktionieren, wie das früher funktioniert hat. Vielleicht auch, weil doch immer mehr Menschen erkennen, da wird ein Spiel gespielt, Teile und Herrsche, das alte Spiel. Ja. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann haben wir bald den Dritten Weltkrieg und der wird nicht lustig, das wissen wir alle. Mhm. Das wissen sicherlich auch Leute, die jetzt da in den Chefetagen sitzen, in den Banken, in den Industrien und so weiter. Hast du auch das Gefühl, also die Angst ist da und es ist kritisch, aber die Hoffnung überwiegt, dass es doch besser ausgeht, als es werden könnte? Der Dritte Weltkrieg läuft ja schon. Das ist ja ein Krieg gegen die Menschen. Das ist ja, der läuft ja komplett. Das ist ja nicht die Russen gegen Amerikaner oder Syrer gegen sonst wen. Mhm. Es sind ja immer der Krieg der Machtelite, der Weltelite gegen die Menschen an sich. Ja. Das ist immer wieder zu erkennen und das erkennen auch immer mittlerweile immer mehr. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, wir müssen uns auch davon lösen, die Amerikaner als Feindbilder zu sehen und wir müssen sie ganz klar von der US-Administration unterscheiden. Genau wie wir uns von Merkel unterscheiden. Und da lege ich großen Wert drauf. So. Und ich möchte eben halt auch, dass wir die Russen eben halt von Herrn Putin unterscheiden. Ja. Ich kann Herrn Putin nicht einschätzen. Ich bin ja nun in Russland vor kurzem gewesen und habe mich dort unterhalten, auch mit Menschen, die dort eben politisch gewisse Macht auch ausüben und auch gewisse Beratungsfunktionen haben, die in die Duma reinreichen sehr stark. Und auch das macht mich nicht ganz glücklich, wie die Systeme funktionieren. Ich erkenne nämlich dort wiederkehrende Situationen. Ja, wird auch, da auch nicht ganz anders nein, sein, aber dennoch verhält sich doch Putin relativ besonnen. Ich meine, da wird er eingekreist, wenn man das so sieht. Die NATO rückt bis an die Grenzen ran und irgendwann ist natürlich die Erstschlagkapazität sozusagen der NATO gegen Russland eine andere als, wo er sich noch verteidigen kann. Gut, also nehmen wir mal an, Putin hätte die Macht. Das ist immer die Frage, wer hat wirklich die Macht? Derjenige, der die Macht repräsentiert, muss sie nicht unbedingt haben. Aber diese Machtstrukturen, die dahinter stehen, verhalten sich schon verdächtig entspannt. Zumindest wirkt es auf mich so. Ich bin sehr vorsichtig, weil man so viele Informationen nicht hat, die man wahrscheinlich braucht, um dann wirklich hinterzugehen. Kann auch ganz anders aussehen. Das könnte ganz anders aussehen. Ich
muss einfach sehen, der Fehler ist natürlich gemacht worden, als die Grenze des Kalten Krieges zwischen USA und Sowjetunion damals fiel und der Warschauer Pakt aufgelöst wurde, dass man dann nicht auch die NATO aufgelöst hätte. Das wäre ein Zeichen gewesen, dass man es ernst gemeint hat. Ja. Wir sind ja nun gelernte Wessis und wussten immer, die anderen sind die Bösen. Ja. Wobei ich ja sowieso schon immer kritisch war. Ich hatte ja auch schon in den 80er Jahren sehr viel Kontakt in die DDR, bin regelmäßig rübergefahren, war noch kurz vor der 40-Jahr-Feier noch in der DDR, also 1989 im Oktober. Das war schon sehr spannend. Hatte also schon immer versucht, meinen Weitwinkel möglichst offen zu halten. Ja. Also unterm Strich gesehen sind es immer nur unter verschiedenen Vorzeichen die Menschen, die für dumm verkauft werden von denjenigen, ja ich sag mal, die Intelligenten leben von den Dummen und die Dummen von der Arbeit. Das ist das System, in dem wir leben. Ob es sozialistisch ist oder kapitalistisch, ja. Das ändert sich nicht. Lass nochmal zurückkommen auf die Erfahrung mit der Montagsdemo und gerade die öffentliche Darstellung. Also du hast auch, glaube ich, ein Interview gemacht, das hast du parallel mit aufgezeichnet, wo einer vom WDR oder was war das, vom Fernsehen jedenfalls, dich interviewt hat, und da ist wahrscheinlich nicht viel von gekommen, aber das Interview war eigentlich ganz spannend. Wie reagieren die Medien auf das, was du da gesagt hast, oder eben gar nicht, was du gesagt hast, sondern die Schublade, in die man dich jetzt steckt? Also es fing ja mit einem an. Es gibt einen Journalisten, ich nenne sie immer jetzt beim Namen, dass die irgendwann auch mal Probleme haben, mit ihrem Namen noch dafür gerade zu stehen. Nicht mehr ARD, ja, das machen ist wir ja auch. Ja, also, mein Name ist Joe Conrad, genau, ich bin Andreas Popp. Und da gibt es einen Wulf Rohwedder, und Wulf Rohwedder hat schlicht und ergreifend über mich behauptet, über Tagesschau Online, Andreas Popp, der eine kommissarische Reichsregierung fordert. Wusste so, ich gar nicht. Und ich auch nicht bis zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt kommt das Spannende. Ich habe gedacht, okay, ich habe keine Lust, mich gegen... Es gibt so viele Leute, die irgendwas gegen einen schreiben. Ich nehme die meisten nicht ernst. Ja. Also auf diejenigen, auf die ich nicht reagiere, die nehme ich einfach die nicht ernst. Die einen kennen mich, die anderen können mich so. Genau, so ist das. Aber bei ARD und ZDF war natürlich sehr schön, weil das sind natürlich so große Kaliber, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich an meinen Anwalt ran. Ich habe einen Anwalt in München, den habe ich eingesetzt. Der hat gesagt, ich kümmere mich drum. Und hat dann eine einstweilige Verfügung und eine Gegendarstellung von ARD und vom Bayerischen Rundfunk gefordert, aufgrund dieser Falschaussage, die gemacht wurden. Spannenderweise knickten die sofort ein, machten sofort die Gegendarstellung, die interessierte eh keinen mehr, haben auch meine Anwaltsrechnungen bezahlt, wie sich das gehört, und die Sache war für sie erledigt. Daran merkt man sehr deutlich, es ging ihnen darum, dass dieser Satz erst einmal als Meme verbreitet wird, denn der Normalbürger kann sich ja die Schlechtigkeiten gar nicht vorstellen. Ja. Der Normalbürger denkt ja, naja gut, mach ja sein, dass das jetzt nicht stimmte, aber irgendwas muss ja dran sein, von alleine kann es nicht gekommen so sein. So denkt man. Doch, genau, es kommt von alleine. Mhm. Ich habe jetzt gerade so ein Erlebnis gehabt, als ich in Kanada war. Da war in Kanada jemand, der schickte mir dann eine Mail, und da wurde irgendwo in einem Blog verbreitet, ich wäre zurückgeflogen nach Frankfurt, wäre dort festgenommen worden, würde in Untersuchungshaft liegen, die Anklagepunkte sind noch nicht bekannt und ich würde in den nächsten 2 Tagen dem Haftrichter vorgeführt werden. Und Frau Kästner von der Wissensmanufaktur ist ja die Chefin, die würde in Kürze dazu Stellung nehmen. Völlig frei erfunden, ich saß in Kanada ganz entspannt und las das nun von mir, dass ich nun im Knast sitze. Das ist manchmal interessant, was man über sich liest. Das ist schon interessant. Das wird dann wieder zurückgezogen. Aber eine solche Meldung wird erst einmal gestreut. Und sowas kann ja nicht durch Zufall sein, dass einer was falsch gehört hat, sondern das wird ja bewusst eingesetzt. Mit diesen Methoden muss man leben. Ich kenne das seit 15 Jahren. Also ich habe ja mein erstes Buch, 96 geschrieben, Vorträge gemacht. Und da hat auch ein Reporter vom Bayerischen Rundfunk, der hat gesagt, oh, Sie halten Vortrag, kann ich der mal auch filmen und machen ein Interview machen, hat mich interviewt. Dann kam eine Sendung, ein Reporter, München, wo ich dann, also die haben nichts aus dem Interview verwendet, weil ich natürlich nichts gesagt habe, was sie gerne gehört hätten, aber ich war dann natürlich der Rechtsextreme zusammen mit Jan van Helsing. Klar. Und also ich kenne das sehr gut. Diese Schubladen werden also ganz gezielt eingesetzt, und die ganzen Montagsdemos werden ja eigentlich so Neurechte, Antisemiten bis Holocaustleugner, also die ganze Palette, und viele Leute distanzieren sich jetzt davon. Ich frage mich manchmal, warum muss man sich distanzieren, wenn eigentlich da bestimmte
Kunstbegriffe verwendet werden, die uns eigentlich nur diffamieren, die gar nichts damit zu tun haben, was wirklich in uns ist. Es ist eine Form von Zensur. Zensuren werden, früher hat man zensiert, heute macht man das über Meme oder Political Correctness. Das ist dasselbe. Ich würde gerne noch mal auf eins zurückkommen, weil als diese Geschichte mit der Tagesschau war und wir dann der Tagesschau und der ARD und dem Bayerischen Rundfunk ja eine Lüge nachgewiesen haben und unsere Anwälte sie zur Widerlegung, also zur Gegendarstellung gezwungen haben. Das ist ja schon eine klare Terminologie. Ja. Also Herr Rohwedder hat gelogen. Ja. Und ich glaube mit Wissen und Wollen, weil wenn er recherchieren würde auf einem gewissen Niveau, ich weiß nicht, wie er arbeitet, dann kann man nur sagen, huiuiui. Also wenn das eine gute Arbeit von ARD ist, dann frage ich mich, wo hast du das jemals gesagt mit der Kunst? Was hat die Tagesschau noch für einen Wert? Ich hatte neulich ein Gespräch mit Eva Herrmann beispielsweise und die ist ja nun auch in der Situation und wenn ich dann mich mit ihr unterhalte über die Qualität eben halt der Medien, gerade auch in der ARD und der Tagesschau, dann fühle ich mich natürlich auch deutlichst bestätigt. Mhm. Also das muss man sagen. Nun gut, nun kam dann irgendwann ein Anruf von Herrn Clemens Rier. Clemens Rier, ein Journalist, Freier aus Berlin, der wollte ein Interview mit mir machen und zwar ging es um die Montagsdemos und es klang wunderbar, weil er war sehr freundlich, er war sehr nett und ich habe gedacht, es könnte ein Überläufer sein, hatte ich gedacht. Ja. Nachdem man vorher dieses unsägliche Interview mit der Frau Dittfurt da gemacht hat. Frau Dittfurt halte ich geistig einfach für krank. Sie ist, aus meiner Sicht ist sie definitiv krank, weil da sind gar keine Strukturen mehr erkennbar. Mhm. Es ist einfach nur noch ein Feindbild und das ist nur noch ein Abkotzen mittlerweile aus ihrer Seite. Das kann ich auch nicht mehr ernst nehmen. Aber dieser Herr Rier kam auf mich zu und sagte, er würde gerne mit mir sprechen. Dann habe ich ihn darauf angesprochen, auf dieses Dittfurt-Interview. Da machte er deutlich, dass er das auch ganz furchtbar fand und so weiter. Also er sprach in meine Richtung. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machten einen Termin ab. Er baute seine Kameras auf bei mir mit einem Kollegen. Mhm. Ich habe gesagt, da ich ja Erfahrung habe mit den Medien, nehme ich dieses Interview selbst mit einer ganz einfachen Kleinbildkamera auf. Mhm. Und die keine hohe Qualität hat, war auch nicht wichtig. Ich wollte sie auch gar nicht nutzen. Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl bei ihm. Mhm. Dann machten wir ein sehr langes Interview. Wir gingen draußen rum und so weiter und so fort. Er hat alles Mögliche an Einstellungen gemacht, hat dummerweise offensichtlich nicht das gefunden, was er nun finden wollte, um irgendetwas gegen mich zu finden. Mhm. Also es ging überhaupt nicht um eine ergebnisoffene Reportage, es ging um eine ergebnisgeschlossene. Er wollte ganz klar Beweise sammeln, um sein Weltbild dort zu darzustellen, was eben halt die Zuschauerquoten sichert. Wir haben das Ding aufgenommen. Und dann kam eben halt diese Sendung, diese Reportage, da hat er gar nichts rausgenommen. Ich glaube, das waren 3 oder 4 Sekunden. Ja. Alles, was er sonst rausgenommen hat, war aus irgendwelchen alten Archiven. Ja. Die hat er so zurechtgeschnitten, entfremdet, dass dann eben halt ein schlechtes Bild dabei rauskommt. Es war völlig absurd. Daraufhin haben wir natürlich in YouTube unser Original reingestellt. Da ist er natürlich auf die Barrikaden gegangen. Er ist natürlich unglaublich dann auch angegriffen worden. Ich habe dann so ein bisschen Angst gehabt, dass man uns den YouTube-Channel mal platt machen könnte, falls er zu viel Einfluss über ZDF machen würde. Dann haben wir es rausgenommen und haben ihn, wo er zu sehen war, nicht mehr, obwohl er wusste ja die ganze Zeit, dass er aufgenommen wurde. Das war ihm klar. War auch klar eigentlich alles. Ja. Aber dann haben wir es rausgenommen, haben es aber uns auf der Seite. Da kann er klagen, wenn er will. Das nehme ich mit Sicherheit nicht von unserer Seite. Ja. Jeder kann es von uns downloaden. Und das ist ein Interview von 1,5 Stunden. Und man sollte dann mal über Kulturzeit, über YouTube mal gucken, was ist dort gesendet worden. Da geht es ja um die Montagsdemos. Das war ja nur ein kleiner Part von mir. Und das war schon sehr spannend. Es war einfach ein klassisches Beispiel von außerordentlich schlechten Journalismus. Ich halte Herrn Clemens Rier für einen außerordentlich schlechten Journalisten, der einfach überhaupt keine Berufsethik ausübt aus meiner Sicht, sondern einfach nur seinem Diffamierungsjob gerecht wird und das macht er halt und das in klarer Linie, das habe ich deutlich gemerkt. Sieht man da, dass die Massenmedien, also wir haben in Deutschland eigentlich eine Lizenzpresse, das heißt nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sozusagen die Medien, die mussten eine Lizenz haben von den Alliierten, damit sie überhaupt was machen. Merkt man das da noch, dass die Medien da nicht frei sind und dass das auch in den Köpfen stattfindet bei den Journalisten? Also ich denke, ich mag da wenig zu sagen. Ich habe mich natürlich auch mal beschäftigt mit der Geschichte, habe mich auch mal mit dem Morgenthau-Plan beschäftigt, wo auch das Thema eben halt drinsteht, das war glaube ich 1943, um das Thema auch der Medien, wie die Umschulungsprogramme laufen könnten und so weiter. Also diese Medien als ergebnisoffene journalistische Arbeit darzustellen, das kann man einfach negieren. Das ist einfach die Unwahrheit. Es ist aus meiner Sicht, sind es Propagandaanstalten. George Orwell hat das genannt, Wahrheitsministerium. Wir nennen
es heute DPA und Reuters. Also das ist für mich dasselbe. Da sind wir kurz vor 1984, beziehungsweise schon weit drüber hinaus. Ja. Neusprech, Wahrheitsministerium, funktioniert ein bisschen raffinierter als damals, das vorausgesehen. Aber es funktioniert scheinbar in den Köpfen. Aber es funktioniert nicht mehr bei der breiten Masse, die glaubt die Lügen nicht mehr, die merkt, also ein paar sicherlich, es gibt sicherlich ein paar Leute, die sagen, oh, Andreas Popp will ich nichts zu tun haben, Joe Konrad auch, alles Rechte, will ich gar nicht, ist bar, klar, aber funktioniert das noch oder merkst du eben auch, was kriegst du für Reaktion? Bei mir ist es ja so, ich habe ja auch das Problem mit dem linken Image. Ich bin ja auch ein Ultralinker. Also das ist die Situation. Da schließt sich der Kreis. Ja, ja, die Situation ist dadurch, dass ich zum Beispiel eine goldgedeckte Währung, also eine nationalökonomische Währung ablehne, in dieser Form, wie man das zum Beispiel von der österreichischen Nationalökonomie fordert. Die österreichische Nationalökonomie, ihre Daseinsberechtigung hat bei der Ermittlung der Zusammenhänge, bei der Ursachenforschung, ich gehe mit vielen Dingen überein, an der letzten Kante einer goldgedeckten Währung stimme ich nicht überein, dafür habe ich Gründe, aber ich greife niemanden an. Dort allerdings sieht man das, dass ich da nicht mitmache. Das ist das Problem, auch in der alternativen Szene finden eben halt diese Diffamierungen statt. Das finde ich äußerst schade. Das ist für mich nämlich genauso schade. Und dadurch habe ich eben halt das linke Image des linkssozialistischen Denkers. Also ehrlich gesagt ist mir das alles egal. Ich bin nicht links und ich bin nicht rechts. Ich bin auch nicht in der Mitte. Ich bin, wenn überhaupt, dann vorne. Ja. Und das reicht so mir. Ist es, genau. Wir müssen auch nach vorne schauen, diese alten Konzepte, die funktionieren nicht mehr. Wir sehen ja, wohin sie uns gebracht haben. Wir haben Nachfragemarkt mittlerweile. Das heißt, durchs Internet, deshalb will man ja das Internet unbedingt zensieren, wir haben nicht mehr die Medien wie früher. Man hat den Fernseher und das Fernseher setzt einen vor, was man zu fressen hat. Ja. Sondern wir haben einen Nachfragermarkt. Immer mehr junge Leute gucken sich diese Fernsehprogramme gar nicht mehr an, lesen auch keine Zeitung mehr. Deshalb haben die ja Riesenprobleme, alle Medienanstalten, ob das die offiziellen, öffentlich-rechtlichen, privaten sind. Sondern die Leute gehen ins Internet und suchen sich heraus. Das heißt, sie fragen nach. Ja. Und es ist nicht mehr die Meldung, die am teuersten war in der Produktion, hat die meisten Zuschauer, sondern die am authentischsten klingt, die Leute am meisten anklicken. Das heißt, es funktioniert an der Stelle eben deutlich nicht mehr. Da sehe ich schon deutlich, dass da Veränderungen stattfinden. Wo wird das hinführen? Also wenn die Menschen sich selber informieren, die Meinungshoheit oder die Deutungshoheit über die Meinungen der Menschen nicht mehr über wenige kontrolliert werden. Wir wissen ja, dass die Agenturen, die Nachrichtenagenturen, das sind 4, 5, 6, kann man an einer Hand oder zwei Händen abzählen, weltweit. Mhm. Das funktioniert nicht mehr. Da ist ja eine Chance, dass eben auch die Kriegspropaganda nicht mehr funktioniert. Wir erleben sie ja mit der Ukraine, dass das wirklich im Grunde, was die Massenmedien machen, die stellen es so dar, als wenn Krieg jetzt die beste Option wäre gegen Russland. Das funktioniert nicht mehr. Also da ist Land in Sicht. Gut, wir haben ein weites Feld zu beackern, aber das Geldsystem ist scheinbar da ja auch ein wichtiges Thema. Also es wird ja von den Kritikern gesagt, bei den Montagsdemos sind sie gegen die Fed, weil das eine Privatbank ist und das wäre antisemitisch. Da wird also so ein Schluss gezogen, der sehr interessant ist, weil im Grunde ja etwas andeutet. Wie ist das für dich? Wie wichtig ist das Geldsystem überhaupt für die Welt, wie wir sie im Moment haben? Also das Geldsystem spielt eine zentrale Rolle. Nicht die zentrale Rolle, sondern eine zentrale Rolle. Und da liegt genau der Knackpunkt. Wir müssen nämlich lernen, dass wir versuchen, ergebnisoffen zu diskutieren. Dadurch, dass wir aber eben halt zum Beispiel unsere deutsche Geschichte eindampfen auf die 1000 Jahre zwischen 1933 und 45. Ja. Das ist unser Hauptproblem. Ja. Ist es ganz, ganz schwer, überhaupt ergebnisoffen Diskussionen zu haben, weil dieser Begriff Antisemitismus einfach nur eine Keule ist. Ja. Und wir sehen das zum Beispiel auch bei unserem Plan B. Da kommt dann zum Beispiel die Frage, da gibt es eine Sache, einen Mann, der mit in unseren Plan B zu einem kleinen Teil als Zinskritiker einfließt. Der Mann heißt Gottfried Feder. Gottfried Feder hat anschließend in irgendeiner Form bei der NSDAP eine Rolle gespielt. Danach, diese Zinskritik hat er 1919 geschrieben. Mhm. Da gab es keine Nazis zu der Zeit. Mhm. Ja, die gab es aus meiner Sicht sowieso erst nach 33. Wir müssen auch ein bisschen mehr unterscheiden zwischen den 20er Jahren, den Jahren nach 33 und so weiter. So, und wir müssen einfach mal sehen, was ist da gelaufen. Und jetzt wird aus dieser Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel genannt habe, offiziell den Namen Feder, weil er spielt nun einmal eine Rolle für einen ganz kleinen Part. Das wird natürlich gesagt, aha, Nationalsozialismus. Und das ist natürlich eine völlig falsche Situation, denn der Plan B, den wir haben, der basiert ja in erster Linie auf Silvio Gesell. Und
Wir haben zum Beispiel immer wieder Nachfrage, da gibt es eben halt die, ich nenne sie immer die antideutschen Faschisten, also die Antifa. Mhm. Und das finde ich immer ganz interessant. Ich habe da mal, wir haben das mal mal aufgeschrieben, weil immer wieder diese Fragen kommen, was mit dem Plan B ist und ob der in irgendeiner Form rechtsextremistisch geprägt ist. So, und da habe ich zum Beispiel jetzt geschrieben, das lese ich lieber vor, ja. Nicht, dass da nachher heißt, ich habe da schon wieder eine Drehung reingebracht. Wenn Leute uns darauf anschieben, kriegen sie immer so einen Standardbrief. Das ist also quasi so ein Formbrief, den wir rausschieben. Ja. Der Plan B von Andreas Popp und Rico Albrecht basiert im Kern nicht auf den Ideen von Gottfried Feder. Von ihm wurde nur die Zinskritik und die Methode der Staatsentschuldung übernommen. Sondern auf der Freiwirtschaftslehre von Silvio Gesell. Wie jeder in dem Werk nachlesen kann. Über Gesells Lehre sagte Feder 1923, wörtliche Rede, die restlose Ablehnung und wissenschaftliche Erledigung der Gesellschen Irrlehre kann heute als Gemeingut des Nationalsozialismus angesehen werden. Und dann kam eben ab 1933, 34 wurde dann neben Gesells Ideen auch noch Feders Zinsknechtschaft von den Nazis bekämpft. Das ist nämlich interessant. Mhm. Goebbels sagte zum Beispiel über Feders Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft, brechen muss dabei nur der, der diesen Unsinn lesen muss. Das sagte Goebbels über die Zins. Das heißt, nicht Gottfried Feder, sondern Schacht wurde Reichswirtschaftsminister. Das ist auch interessant. Schacht schrieb 1966 über Feders Werk, auch wörtlich, in mehreren Unterhaltungen war es mir gelungen, Hitler von den törichten und gefährlichen Bank- und Währungsideen seines Parteigefolges abzubringen. Aus diesen bekannten Tatsachen folgt, dass der Plan B von den Nazis in jeder Hinsicht bekämpft worden wäre. Wer sich also gegen Zinskritik und Plan B ausspricht, sollte sich daher fragen, ob er nicht selbst einer rechten Gesinnung gefährlich nahe kommt. Ja, ich wollte einfach nur sagen damit... Es ist also bewiesen, dass das einfach die Unwahrheit ist. Es werden einfach bestimmte Dinge, jemand, der irgendwann mal Nationalsozialist war, und das waren leider Gottes fast alle. Und jetzt muss man einfach auch mal unterscheiden zwischen den Nazis, dem unsäglichen Terrorregime, ja, und der Lehre, die damals eigentlich überhaupt gemacht wurde. Da sind ja Welten auseinander. Diese Thematik findet gar nicht statt. Ich möchte persönlich auch gar nicht diese Thematik selbst von mir aus bringen. Man kann nur dabei verlieren. Aber richtig, dieses pauschale, Vorsicht, Nazi, verursacht bei allen einen Reflex, um Gottes Willen, der hat jetzt diesen Stempel bekommen, mit dem darf man sich nicht mehr sehen lassen, weil man sonst in sein Umfeld gebracht wird. Denn ich habe noch niemals in meinem Leben mit einem sogenannten Nazi, ich weiß nicht mal genau, was das ist, zu tun gehabt. Und insofern, also ich kenne nur Leute, die friedlich sind oder nicht friedlich. Ich kenne Leute, die sind diffamierend oder nicht diffamierend. Ja, und ich habe eben halt, ich habe eine Enkelin, die ist zu einem Viertel mit kurdisch Blut und die habe ich sehr lieb. Mhm. Ja, also insofern, das ist eben halt heute in dieser Zeit so auch. Aber diese pauschalisierten Abwertungen, die werden auf Dauer nicht mehr funktionieren. Und das merkt mittlerweile eben, das auch ist jeder. Überstrapaziert. Das ist, ja. Jede dritte mexikanische Putzfrau ist antisemitisch. Ja. Da ist man irgendwann... Familie. Der Begriff Familie, wer sich mit dem Thema Mutter-Kind-Bindung beispielsweise, ich habe mal Eva Herrmanns Bücher jetzt mal gelesen, es ist ja eine unglaublich interessante Frau, wie tief sie in diese Themen einsteigt auch. Und daraus natürlich dann ihre Erfahrungen, die sie machen musste, um dann eben halt ihre weiteren Bücher, wie zum Beispiel das Medienkartell, wie das funktioniert. Also das ist natürlich, oder Die Wahrheit und ihr Preis, wirklich gute Bücher. Und wenn man dann sieht, wie diese Systeme laufen, dann kann ich immer nur feststellen, das ist ja in einem großen Stil das, was ich nur im kleinen Stil, weil mein Bekanntheitsgrad natürlich eine andere Größenordnung ist, ist ganz klar. Sie war ja nur Nachrichtensprecherin über Jahrzehnte. Mhm. Und das sind eben halt schon gewaltige Dinge. Und wenn solche Größen anfangen, sich zu lösen und eben halt auch deutlich in die andere Richtung schlagen, und die können es beurteilen, denn die haben das andere Leben kennengelernt, dann aber erkennt man das, was passiert. Das Familie ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich meine, wenn bei uns die Kinder schon mit ganz früh in die Kitas kommen und das soll ja immer früher und dann haben sie schon früh sexualisieren, die lernen dann schon im Kindergarten, wie man ein Kondom über eine Karotte zieht und so weiter. Ja. Und was da noch alles geplant ist wirklich... Das hat auch nichts mit Schwulenfeindlich oder sonst was zu tun. Das wäre völlig absurd. Aber es wird dann so dargestellt, wir sind irgendwie rückwärtsgewandt. Aber was da geplant ist, ist natürlich
Das ist unsere Zeit. Wir werden, also wirklich, ich sehe große Plakate über AIDS-Werbung. Mhm. Ja. Ja, da ist dann eine Frau drauf, junge, hübsche Frau. Ich mache es oft, aber nur geschützt oder irgendwie sowas, sowas in der Art. Ja. So nach dem Motto, es ist völlig salonfähig, dass man keine Beziehung hat, keine intakte Liebe mehr führt zwischen zwei Personen. Dualität ist out. Ja. Dualität auf Dauer, Treue, Wichtigkeit, also diese ganzen Dinge auch wie Verbundenheit, gibt es nicht mehr. Ja. Mhm. Heute vögelt jeder mit jedem und alles ist wunderbar und am besten so viel, wie du nur kannst, aber wichtig ist, dass du dein Kondom dabei hast. Das heißt, es wird so salonfähig, das verursacht bei jungen Menschen einen unglaublichen Druck, glaube ich, ja. Und ich halte das für eine extrem gefährliche Entwicklung. Und wer das anspricht und dann als rechtsextrem bezeichnet wird, also... Ja. Da fasse ich mich dann wirklich an den Kopf und sage, der Normalbürger hat das schon längst geschnallt. Es traut sich nur keiner, etwas zu sagen, weil der Druck dieser Ignoranz, diese pluralistische Ignoranz, die wir haben, die ist so extrem und die Leute haben Angst und wollen nur noch ihre Ruhe haben. Und das ändert sich an vielen Stellen auch und irgendwann kehrt es sich um. Ich denke, auch in dem Prozess sind wir, denn das, was geplant ist, es geht eben in Richtung Schöne neue Welt oder 1984, da werden ja die Kinder gar nicht mehr durch Liebesbeziehungen erzeugt, sondern irgendwie eine Retorte und die Leute stehen unter Drogen ständig. Ja. Und das ist ja auch ein Thema, dass eben Kinder schon ganz viel dann irgendwie Psychopharmaka bekommen und ganz viele Eltern. Das Urvertrauen wird zerstört. Ja. Die Kinder werden im Prinzip in frühester Kindheit werden sie von der Mutter entrissen. Das ist ungesund und das wird auch dargestellt, die Mutter, die sich um ihr Kind kümmern will. Ich meine, einen aufregenderen und auch anerkennenderen Job als Mutter gibt es eigentlich gar nicht. Gibt's gar nicht. Für alle Mütter. Weil das ist ein Job, die kein Bankmanager in irgendeiner Form jemals den man gleichberechtigt sehen könnte. Überhaupt nicht. Aber das Problem ist, das heißt denn, man ist dann nur Mutter. Und wer das sagt, dann heißt das gleich, der will die Frauen an den Herd. Was ist denn das für ein Blödsinn? Nein. Ja, aber ganz früher war es ja, wenn man weiter zurückgeht, vor der Industrialisierung, da war ja auch der Vater noch zu Hause. Da hat er das Kind dann gesehen, der Vater, der baut jetzt einen Stuhl oder repariert den Tisch oder macht irgendwas und hat sich daran orientiert. Dann kam die Industrialisierung, der Vater musste arbeiten gehen und dann hat er gesagt, wenigstens meine Frau ist zu Hause und kümmert sich ums Kind. Jetzt soll die auch noch arbeiten gehen, möglglichst kaum, dass sie das Also ich bin ja noch in einer glücklichen arbeiten. Situation gewesen, weil ich bin ja nun Kind gewesen in den 60er Jahren. Und Und in den 60er Jahren war es dann noch ganz normal, dass der Vater noch arbeiten konnte und konnte damit eine Familie ernähren. Ja. Und die Mutter mit den Kindern war zu Hause. Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Ich hatte immer eine tolle Mutter, die Gott sei Dank noch lebt und mit der ich gerade gestern oder vorgestern drüber gesprochen habe, wie dankbar ich dafür bin, als Kind das erleben zu dürfen. Ja. Denn sie war immer für uns da. Und dieses Gottvertrauen ist einfach unglaublich wichtig für mich gewesen. Das ist so, heute ist das nicht mehr. Und jetzt kommen wir ins Geldsystem durch die Umverteilung. Heilungsprozesse von fleißig nach reich ist es so, dass immer mehr Geld abgesogen wird wie ein schwarzes Loch und den eigentlichen Zellen des Lebens, nämlich der Familie, einfach nichts mehr übrig bleibt. Dann reicht es nicht mehr, dass der Vater die Familie ernährt, dann muss die Frau arbeiten. Am besten haben beide drei Jobs jeder. So ist es. Und kommen trotzdem nicht zurecht. So und das ist natürlich einfach dem Geldsystem geschuldet, so weil du hast es vorhin auch schon mal die Exponentialfunktion erwähnt. Das wird ein galoppierender Wahnsinn mit dem Zins- und Zinseszinssystem. Das heißt, das geht nicht so langsam immer höher, sondern irgendwann geht es radikal hoch. Wie siehst du da die Aussichten? Muss ich da nicht in Bälde etwas dramatisch ändern? Eigentlich schon. Die Problematik ist, wir können die Menschen nicht einschätzen, wie lange sie sich das gefallen lassen. Es lässt sich ziemlich lange durchziehen. Es gibt keinen Erkenntnisindex, um nicht zu sagen Dummheitsindex. Ja, wie lange lassen sich die Menschen das gefallen? Und wenn sie es irgendwann mal schnallen könnten, dann wird es eventuell so sein, dass sie dann die Tragweite erkennen und dann ist das natürlich Stoff, aus dem bürgerkriegsähnliche Umstände dann entstehen. Aber dummerweise wahrscheinlich wieder kanalisiert durch Aufteilung, eben halt durch diese klassische Teile- und Herrsche-Situation. Dass man den Gegner sucht, Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, Banker gegen Kreditnehmer oder andersrum. Also das bringt uns, oder Mann gegen Frau oder Alt gegen Jung oder Dicke gegen Dünne, Raucher gegen Nichtraucher, also diese ganzen Klassiker.
jetzt bin ich raus, aber Crash, ist das für dich irgendwie eine, ist das absehbar? Es muss doch irgendwas passieren, weil es so nicht weitergehen kann irgendwann, wie gesagt, in der Exponentialfunktion. Die Frage ist, man muss erstmal argumentieren, was ist ein Crash? Der Crash ist ja auch eine individuelle Geschichte, der läuft ja bereits. Mhm. Für viele hat der Crash schon stattgefunden. Mhm. Es gibt Leute, die im Jahr 2000 unglaublich viel Geld verdient haben bei irgendeiner Gesellschaft, ein Investmenthaus oder sowas, irgendeine Geschichte, die heute von Hartz IV leben, in dieser Demütigungskonstruktion Hartz IV und eben halt dann wirklich dann eben halt am Ende sind. Für die hat der Crash schon stattgefunden, für die kann es nicht mehr schlimmer werden. Crash ist eine individuelle Geschichte, aber wenn du mit Crash meinst, natürlich ein Zusammenbruch des Geld- und Finanzsystems, ja, das liegt auf der Hand. Das hängt aber nicht nur am Geldsystem, das hängt auch an der Eigentumsökonomie von Grund und Boden. Und das ist ja eine Frage, die wir stellen immer wieder. Ist Grund und Boden, sind die Dinge, die uns die Natur oder für die Gläubigen Gott uns zur Verfügung gestellt haben, dürfen wir die als Eigentum haben oder dürfen wir sie nur nutzen? Mhm. Das ist die große Frage. Mhm. Und dann kommt man auch in den Bereich der Ressourcenökonomie und dann verlässt man natürlich die momentanen Dogmen, die wir haben, die in uns in den Schulen eingeimpft wurden, weil wir ja auf Größenwahn, auf unendliches Wachstum ausgerichtet. Was es in der Natur nicht gibt. Kein Baum wächst in den Himmel. Ja, ich habe neulich, interessant, es gibt ja einen wunderbaren Film, der heißt Alphabet. Der ist von, unter anderem ist da Gerald Hüther, einer der ganz großen Hirnforscher unserer Zeit, den ich sehr schätze. Und der hat also da ganz interessante Vergleiche gebracht. Zum Beispiel auch das unendliche Wachstum ist schon möglich. Wenn wir zum Beispiel mal sehen, wie es vom Einzeller zum Mehrzeller ging. Das ist ja das Interessante. Mhm. Das war ja ein historischer Moment in der Entwicklung des Lebens. Übrigens, die Evolution widerspricht nicht der Schöpfungstheorie. Sehe ich auch so. Das hat alles, das kann alles, zusammen, das kann die Schöpfung sein. Evolution kann auch ein Teil der Schöpfung sein. So. Das heißt also, vom Einzeller zum Mehrzeller. Was zeichnet den Mehrzeller aus? Wir sind ja alle Mehrzeller. Ganz grobstofflich. Ganz viel, ja. Manchmal hat man ganz viel mehr Zellen, als man will. Also, so ist das halt. Und die Sache ist die, das Schöne an den Mehrzeller ist, dass sie kooperieren. Das heißt, auf Kommunikation, auf Kooperation. Das Kleinhirn kämpft nicht gegen das Großhirn, das rote Blutkörperchen nicht gegen irgendein Enzym, sondern die arbeiten ineinander, miteinander, in Kooperation. Mhm. Daraus können wir lernen. Nehmen wir das Gehirn. In einem Gehirn ist ein unendliches Wachstum möglich, aber das Gehirn wird dadurch nicht größer. Mit Wachstum meint man die Vernetzung innerhalb der Zellteilnehmer zwischen zwei Punkten. Passt immer noch ein weiterer Punkt zwischen, egal wie eng sie sind, es passt immer noch einer zwischen. Wir können ihn nicht mehr zeichnen, weil es zu eng geworden ist, aber theoretisch ja. Das ist unendlich machbar. Das heißt, wir könnten ein unendliches Wachstum, auch wenn wir die Wirtschaft als Organismus sehen würden, haben, aber qualitativ und nicht quantitativ. Das heißt, die Vernetzung, die Verbindung, die Kommunikation, die Kooperation, die Liebe untereinander ist ein ganz wesentlicher Wachstumsprozess, der ins Unendliche gehen kann, gegenüber dem, was wir unter Wachstum verstehen. Das ist nämlich einfach nur das grobstoffliche Mehr. Noch mehr Autos, da werden noch mehr Sollbruchstellen eingebaut und so weiter. Also Wachstum ist immer nur eine Frage, in welcher Qualität reden wir darüber. Auch das sind natürlich völlig neue Aspekte, die aber kaum jemand überhaupt auch zu diskutieren bereit ist, weil das klingt so nach philosophischen Blabla, für sowas haben wir keine Zeit, weil wir brauchen ja echtes Wachstum. Ja, bald müssen wir uns die Zeit nehmen, sonst sind wir so wirklich am Ende sozusagen. Und Plan B ist, kann man den in wenigen Worten darstellen, ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Der Plan B beschäftigt, wir haben versucht natürlich über viele Jahre Arbeit, Rico Albrecht und meine Wenigkeit, dieses Ding zu entwickeln. Und dazu reicht es eigentlich, es nicht mal zu lesen. Der Plan B sind ja 36 Seiten, die kann man bei uns kostenlos runterladen. Ja. Ist aber extrem man kann das nicht querlesen. Ja. Man muss es wirklich ganz entspannt lesen und vor allem muss man die Wechselwirkung der einzelnen Komponenten versuchen zu verinnerlichen. Mhm. Da stecken viele Jahre Arbeit drin in 36 Seiten. Und da geht es sowohl um das Geldsystem, da geht es aber auch sowohl um die Situation Grund und Boden. Dürfen wir den unbegrenzter Höhe als Eigentum nutzen? Wir haben große Konzerne, denen gehören zum Beispiel ganze Ländereien in Mecklenburg-Vorpommern und sie lassen dann Tochter und dann Ehren zum Beispiel, lässt dann irgendwelche Bauernunternehmen gründen, die das dann als Brachfläche liegen lassen und kriegen dann beispielsweise EU-Unterstützung für brachliegende Flächen oder Toll. Monsanto
Kloacker und kriegen auch EU-Gelder dafür. Sehr sinnvoll, ja. So, und das muss ein Ende haben. Mhm. Das heißt also, während ein Bauer, der dort lebt, der würde zum Beispiel gerne dort seine Kartoffeln anbauen, mhm, für sich und sein Dorf, der wird aber von der Nutzung ausgeschlossen, mhm, formal juristisch, weil unser Bodenrecht eben halt auf unendliches Wachstum von Eigentum, auf Bodeneigentum, irgendwann, wir müssen ja für alles etwas bezahlen. Das ist, wir werden ja nicht schuldlos geboren. Wenn wir heute geboren werden, dann ist es ja so, ich habe als erstes, ich weiß nicht was, 25.000 Euro Schulden auf der Uhr. Jetzt ist ein Lungenatmer mehr auf der Erde und die Staatsschulden werden durch mich geteilt. So, ja. Punkt. So, das Zweite ist, ich bin natürlich auch noch schuld an der Kreuzigung Jesus und auch schuld an unserer speziellen Geschichte, ja, in Deutschland. Außerdem muss ich auch noch, schulde ich noch die Miete, weil ich werde ja in einem Kreißsaal eventuell geboren und dieser Kreißsaal hat irgendwo einen Fleck Erde unter mir, der gehört einem anderen und der will Miete dafür haben, dass ich das nutze. Willkommen in der Freiheit. Das heißt, wir müssen einfach anfangen, auch die Dinge philosophisch auch mal ein bisschen zu sehen und auch auf Sinnhaftigkeit. Und du hast vorhin angesprochen, dass du auch eingeladen wirst zu Vorträgen, auch von Bankern. Ja. Die Frage hatte ich ja schon mal angedeutet. Die merken es also auch, es geht nicht so weiter, oder hast du da Kontakte und wie sieht das aus? Sieht man das weltweit, dass ein Wandel ist? Du bist ja auch unterwegs in Kanada, oder sieht man das nur hier, gibt es die Montagsdemos? Ich habe jetzt gehört, in London gab es 50.000 Menschen, haben demonstriert, die BBC, ja, war zwar um die Ecke, hat es aber nicht mitgekriegt, ja, oder berichtet, ja, nicht. Ja. Das gleiche wie hier. Also ich hatte mich gestern mit einem spanischen jungen Mann unterhalten, Ingenieur bei einem Automobilkonzern ist der, der hat mir erzählt auch von Tausenden von Leuten, die in Spanien auf die Straßen gehen und richtig, mhm, Alarm machen, aber auch in kleineren Orten, aber es wird nicht darüber berichtet. Mhm. Und das haben wir auch in New York, ich weiß über New York und, mhm, Washington, dass dort unglaubliche Aktionen laufen, der Menschen gegen ihre Unterdrücker, es wird nicht darüber berichtet. Ja. Und das ist das Grund. Italien ist ganz extrem. Also wenn, ja, wir uns in, ich habe einen guten Bekannten in Italien, der mich immer wieder versorgt mit Informationen aus dem Süden, aus dem Stiefel quasi unten, aus Italien, aus dem Hacken. Und wenn ich das dann höre, was dort läuft, an Aktionen der Menschen gegen die Politiker, wie Armee eingesetzt wird und Polizei gegen die Menschen dort vor Ort. Und es gibt Tote dort, es gibt Schwerverletzte dort. Es wird nichts darüber berichtet. Es darf nicht berichtet werden. In Italien ist aber auch extrem so, die, ja, die ganzen Sachen, die da vom Finanzamt oder da kannst du angehalten werden, wenn du ein Auto über 2 Kubikzentimeter fährst, wärst du angehalten von Steuerfinanzbeamten und dann musst du erklären, warum du dir leisten kannst, dass du so ein Auto fährst. Ja, ja. Zum Beispiel. Also 2000 ganz viele Leute, 2-Liter-Motor, genau. Die 2-Liter-Motor, ja, genau. Ja, genau, richtig, und ja, ganz, ja, viele schaffen ihre großen Autos ab, natürlich, mhm, weil sie sonst dauernd angehalten werden und so. Ganz viele Beispiele aus Italien gerade. Mhm. Und die Leute lassen sich's nicht mehr gefallen. Man hört davon nichts in den Medien. Das heißt, wir haben da auch noch eine falsche Wahrnehmung. Es passiert, ja, eigentlich sehr viel in der, oh, Welt, ja, oh, ohne, ja, dass wir es, oh, wirklich, ja, erfahren. Oh ja. Und ich glaube, jeder muss bei sich selbst auch vor allem anfangen. Die meisten, mhm, warten eben halt darauf, dass das mehr wird. Aber ich glaube, jeder muss selbst dabei anfangen. Also ich glaube, ich gebe da meinen Part mit dazu, indem ich wirklich viel, viel mache, viel Informationen auch besorge, die man nutzen kann. Ich sehe die Montagsdemos, die mittlerweile großen Erfolg haben, überall trotz der Fußball-Weltmeisterschaft und so weiter. Momentan sind die Leute im Ausnahmezustand, damit muss man halt leben. Wenn wir nur 10% der Aktivitäten beispielsweise für solche Bereiche oder für beispielsweise den Umgang mit unseren mitgeschöpften Tieren, wenn vielleicht mal nebenbei mal diskutiert werden würde, was da in Brasilien gerade abläuft, wie, ja, die Tiere oder die Menschen, die nicht ins Bild passen, eben halt dann an die Seite eliminiert werden. Also wirklich Kinder, Straßenkinder, so getötet worden das sind. Das habe ich gelesen. Ich habe keine Beweise, Bilder, aber es gibt, oh, es soll es wohl, mhm, soll es geben, aber also Tiere werden auf jeden Fall getötet. Mhm. Man möchte eben halt eine reine Weste haben, dass alle Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist Brot und Spiele in Reinkultur. Ja. Und ich will doch niemandem sein Fußballspiel missgönnen. Jeder soll doch seine Freude daran, ja, haben, wenn er daran Lust hat. Ich bin kein Fußballfan, deshalb kann ich da locker drüber reden. Aber es geht mir einfach darum, das Leben sollte da nicht aufhören, dass das Hauptproblem ist, wer nun wirklich Weltmeister wird. Das ist also nicht wirklich relevant. Ja, wenn wir uns da nicht drum kümmern um diese Probleme, dann wird unser aller Leben irgendwann sehr schnell aufhören, richtig, können. Das heißt, wir sind sehr in der Gefahr, diesen Planeten zu zerstören. Das hat eben sehr viel auch mit dem Geldsystem und dem dahinterliegenden Denken zu tun. Das heißt, wir müssen umdenken. Du machst es, viele andere machen es auch.
viele Menschen merken es. Also wir sehen, dass da etwas in Bewegung ist. Ich bin ganz optimistisch eigentlich, dass es nicht immer so weitergehen muss, dass wir vielleicht wirklich ein neues Paradigma bekommen. Da sind wir mitten im Prozess. Ich danke dir, dass du diese Arbeit machst und dass du das mit uns geteilt hast. Auf der Wissensmanufaktur kann man sehr viel mehr erfahren über eure Pläne und Dankeschön, Lösungsmöglichkeiten. Ja. Mhm. Ich danke dir, dass du hier warst. Vielen Dank, Andreas. Prima, danke dir. Ciao.